Hey Leute, ich begrüße euch jetzt zum Pack-Opening der Pokémon-Karten. Was ja angekündigt war, wie ihr hier schon seht, haben wir hier gut was aufgepackt, ja. Also wir haben hier einmal einfach nur ein paar Hüllen. Die lege ich jetzt auch selber auf Seite, das sind einfach 100 Hüllen zum Spielen. Ja, die kommen einfach direkt weg. Die sind einfach nur dafür da, damit die Karten geschützt sind. Ja, aber was haben wir hier? Wir haben insgesamt 5 neue Booster vom Dampfkessel. Ja, die werden aufgemacht. Die sehen auch alle extrem cool aus hier mit Vulkanion zweimal, einmal Gardevoir und dann einmal die beiden Mega-Pokémon. Nice, nice, nice. So, was haben wir hier noch? Wir haben dann die beiden Themendecks, ja. Einmal das von Vulkanion, kann man es gut erkennen. Yes, Vulkanion. Das ist Feuerstahl. Und dann einmal das von Hooper. Ja, das ist Psycho-Elektro. Ja, und dann habe ich mir noch persönlich eine Teambox geholt, damit ich meine Karten endlich mal wo rein tun kann. Und da dachte ich mir einfach so, die Welt der EX, boah, das reflektiert extrem krass. Gönne ich mir einfach mal. Finde ich einfach nice, ja. Aber wie gesagt, das wird ja ein bisschen aufgeteilt. Und als erstes packen wir die beiden Themendecks aus, ja. Also damit fangen wir an. Und wir nehmen uns einfach mal Vulkanion vor und gucken mal, was da so drin ist, ne. Auf jeden Fall ein Kartenspielset aus 60 Karten. Das können wir auf Seite legen. Zack, das packen wir hier mal aus. Wir haben hier auf jeden Fall einmal ein Spielbrett mit Kurzanleitung. Eigentlich immer ziemlich praktisch, aber naja, brauchen wir gerade nicht. Wir haben hier Schadensmarken plus Verbrennungsmarken und Giftmarkierung ist das, glaube ich. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir eine Liste der Karten und... Was steht denn hier noch drauf? Dual-Typ. Ach genau, der Dual-Typ ist ja ganz neu. Dual-Typ sind genauso wie übliche Pokémon, besitzen jedoch zwei Typen. Gleichzeitig dazu ist zum Beispiel ein Feld-Pokémon und ein Wasser-Pokémon. Jede Karte, die einer dieser Typen beeinflusst, wirkt sich auf Azul aus. Wenn Dual-Typ-Pokémon ein Pokémon angreift, das eine Schwäche oder Resistenz gegen einen seiner Typen hat, wird der Schaden des Angriffs davon beeinflusst. Falls ein Pokémon eine Schwäche gegen der Typen und Resistenz gegen einen Pokémon-Typen hat, vergießt nicht zuerst Schwäche und dann Resistenz anzünden. Ah, okay, also erst Schwäche, dann Resistenz. Cool. Hinweis, spezielle Regeln für Mega-Entwicklungen. Ja, okay, Mega-Entwicklungen, das habe ich auch nicht so viel zu. Turbo-Entwicklungen, ja, okay, habe ich auch aktuell keine. Aber sehr, sehr nett, ne? Gut. Kann man auch auf Seite legen. Dann die Münze von Vulcanio. Kannst du so einigermaßen erkennen. Ja, auch immer sehr schön eigentlich, die Münzen. Oh, hier kommt der Code, ja, mit dem könnt ihr eh nichts anfangen. Wenn das Video hochgeladen ist, habe ich den Code schon eingelöst fürs Online-Game. Tut mir leid, tut mir leid. Und hier Vulcanio in EX. So, können wir denn irgendwie ein bisschen was erkennen? Ja, ein bisschen, ne? Fokus, Fokus, komm schon, Fokus. Okay, Kamera sagt kein Fokus. Wir haben mal hier Powerheizer. Wähle zwei Pokémon auf deiner Bank. Lege eine Feuerenergie aus deinem Ablagestapel an jedes dieser Pokémon. Oh, das ist sehr stark. Ganz ehrlich, also wenn wir ein Feuerdeck machen, kommt wohl auf jeden Fall da rein. Und dann mit Dampfgeschütz 3 Feuerenergien und 100 Schaden. Kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist kein schlechtes Feuer-Pokémon. Also mit einer Feuerenergie 20 Schaden machen und 2 Energiekarten recyceln. Das ist geil eigentlich, das ist eigentlich ziemlich geil. So, jetzt packen wir noch einmal aus, ja. Wir haben drin eine, also erstmal die ganze Feuerenergie, die brauchen wir nicht. Dann Brief des Professors, ganz cool. Leufeo. Ein Klicklack. Boah, das reflektiert aber alles hier sehr stark, ne. So, kann man das so besser sehen. Ein Klicklack. Oh, Hyperball. Hyperball, sehr geil. Stahlenergie. Ein Panflamm, okay. Ein Snubbelikett, wartet, so kann man das schon am besten erkennen. So, Turno, sehr geil, Energy, ein Klick, Sanna auch sehr stark, Professor Lady Stangi, ein Mauzi, ein Galopper, was kann das Galopper denn? Feuersturm, 70 Schaden, okay, warum nicht? So, dann wieder eine Energie, ein Papyro, Energie Recycling, ach, Ponita, Stahlenergie, dann Mauzi, ein Klicklack, das ist ja die letzte Weiterentwicklung, oder? Ja. So, einmal kurz gucken, was das so kann. Fähigkeit, schwerer Puffer. Schaden, der dieses Pokémon durch einen energetischen Angriff zufügt, wird um 10 Schadenspunkte für jedes
Normales Symbol in den Rückzugskosten des aktiven Punkten des Gegners reduziert. Oh, das ist gut. Der Ninja Boy im TCG Online. Ist die Karte irgendwie noch verbuggt? Aber naja. Eine Feuerenergie, noch ein Klick. Nochmal ein Leufeo. Ich weiß mal, ob wir dafür eine Weiterentwicklung drin haben. Energy, ja, okay, das haben wir alles schon gesehen. Und hier noch ein Vulkan und ein zweites, sehr geil. Galopper. Ja, was sonst? Klick noch von. Oh, davon haben wir echt zwei. Okay. Das ist dann so unser gutes, starkes Zeug. Oh, okay, ein Pyroleo haben wir auch noch. Nitroladung, das sucht dein Deck nach einer Feuerenergiekarte und dann lege sie an dieses Pokémon an. Mische anschließend ein Deck. Einscheren, lege bevor du Schaden zufügst, alle an das dieses aktive Pokémon deines Gegners angelegten Pokémon ausrüsten kann auf den Ablagestapel deines Gegners. Das ist auch gar nicht so schlecht, da können wir Ausrüstungskarten loswerden. Nur den Ninja Boy, ja, Panfiro. Schade, dass wir keinen Panflammen haben. Und, oh, die Evo-Brose. Also eigentlich, ganz ehrlich, so schlecht ist das Deck gar nicht. Wir werden damit doch spielen, auf jeden Fall. Es wird passieren, weil wir ja den Code einlösen, also das werde ich gleich machen, während ich diesen Part hier renne. Wenn ich die Codes einlösen, werde ich ja auch immer Pack-Opening machen zu den Boostern, weil dafür haben wir dann auch Codes. Aber vorher gucken wir uns das Hooper-Themendeck an, ja. Damit habe ich leider nicht so viel zu tun, wir gucken uns das einfach nur an und ich kriege den Code. Und naja, den Rest bekommt man gleich besser. So, wir haben wieder eine Ablage. Ja, warte, die können wir da hinten hin, brauchen wir nicht. Schadensmarken brauchen wir auch nicht. Das Teil haben wir auch gerade schon gesehen, brauchen wir auch nicht. So, aber nochmal die Münze. Ja, erstmal wegwerfen. Das ist gut. Die finde ich sogar eigentlich von der Farbe her wie cool. Richtig cool. Ich weiß nicht. Hooper? Hooper hat es irgendwie drauf. So. Ja, wie gesagt, der Code, zack. Der kommt direkt auf die Seite und dann gucken wir uns mal Hooper an. Hooper sieht eigentlich schon ziemlich nice aus, aber irgendwie, ich check nicht, warum mein Fokus nicht so gut. Fokus. Warte mal hier. Fokus, komm schon. Irgendwie will mein Fokus nicht. Ah, doch jetzt, ah, endlich. Ja. Dimensionsziepe, dieser Angriff fügt zwei Pokémon auf deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Oh, das ist gut. Portalhieb, dieses Pokémon kann Portalhieb während seines nächsten Zugs nicht einsetzen. Ja, okay, ich meine 100, 130 Damage, ja, ist ein bisschen, ne? Ist ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal in das Deck hinein, was wir da so ziehen. So, wir haben erst ein paar Energiekarten, ne? Ja, das ist ja typisch. Auch ein Hyperball, sehr gut. Ja, das Energiesammeln. Oh, ein Drifflon. Ein Vati, Elektroenergie, ein Amidiffel, ein WhatsApp, das ist cool, der Ninja Boy, Psychoenergie, Sana, sehr stark, ein Lichtel, ein Ampharos, und ich habe hier echt zu viel Spiegelung eigentlich, aber Ampharos hat sogar eine Fähigkeit. Einmal während deines Zuges vor diesem Angriff kannst du drei Schadensmarken auf ein Pokémon EX des Gegners legen. Okay, ziemlich cool. Nur privat spielen wir halt, wobei ich habe jetzt einen EX-Pokémon, aber sonst spielen wir halt echt wenig EX. Warum solche Karten, die auf EX Schaden machen, nicht so viel bringen. Ja, sonst mal gucken, was haben wir sonst noch besonders. Wie heißt das? Lacrentos. Eterno, natürlich sehr stark im Trank. Psycho. Warte, ja. Warte, irgendwie fehlt doch hier in Phase 2 Pokémon bisher, oder? Okay, ja, okay. Ampharos, ne? Ampharos, Phase 2 natürlich. Wenn wir den Ninja Boy. Vati, WhatsApp. Okay, Nomturno, klar. Oh, Voltula. Unser erstes Pokémon mit Double. Das können wir uns mal hier auch ein bisschen genauer angucken. Gucken wir das irgendwie. So. Das sieht auch extrem cool aus. Mal gucken. Doppelter Faden. Dieser Angriff fügt zwei Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu, Wende, Schwäche und Resistenzen auch bei Pokémon auf der Bank an. What? Elektronetz. Das verteidigte Pokémon kann sich während des nächsten Zugs des Gegners nicht zurückziehen. Sehr stark. Ich meine, hat nur 1-1 Energie. Und ich meine, 60 Schaden. So, wenn ich auf zwei Bank-Pokémon gehe, warum eigentlich nicht nochmal Lichtel? Rassladeo. Ja, nochmal Hooper und... Ja, das war's auch schon, ne?
Leute, was mit diesem Deck auch schon? Ja, da haben die Decks schon fertig. Ja. Aber okay, was sagen wir? Ja, hat auch 10 Minuten gedauert jetzt. Das waren die beiden Themendecks. Ich pack die mal hier wieder ein. Damit ich nicht durcheinander komme. So, zack. Gott auf Seite. Ey, ich räume hier mal kurz ein bisschen auf. Und dann im nächsten Part machen wir die Booster auf. Und als letztes, wenn wir die Tinbox aufmachen. Weil da muss ich mal gucken, wie ich die überhaupt aufkriege. Gut, Leute. Also, ich hoffe, ich schalte den nächsten Part ein. Da werden ganze 5 Booster aufgemacht. Da gucken wir mal, was in den guten Dampfkessel drin ist. Also bis zum nächsten Mal und ciao.